Wenn ihr euch in den letzten Jahren mal irgendwann ein neues Handy gekauft habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass die Handys heute deutlich besser sind als die Handys früher. Jedes Handy, was ich jemals besessen habe, habe ich bis heute noch. Angefangen bei diesem wunderschönen Telefon hier. Die hatten so eine Antenne da oben, die hatten sogar noch einen Clip hier hinten, den man sich an die Hose machen konnte. Dann kamen diese Nokia-Brocken, die irgendwie 14 Tage Akkulaufzeit hatten. Dann kamen irgendwann die ersten iPhones. Das hier ist ein iPhone 3, glaube ich. War damals der absolute Wahnsinn. Heute ist das hier Stand der Technik. Das sind meistens Smartphones, die inzwischen so viel können wie ein Computer. So, und hier kommt jetzt auch schon der Clou dieser Wussnerd-Folge. Es haben sich natürlich nicht nur Telefone... Oh, Chef ruft an. Backmann. Genauso wie sich Handys weiterentwickelt haben, hat sich natürlich auch die Tierhaltung weiterentwickelt. Vor einem Jahr habe ich Hans-Ewald Reinhardt kennengelernt. Herr Reinhardt ist Inhaber der Wurstfirma Reinhardt, offensichtlich. Die heißen inzwischen TFB. Herr Reinhardt wollte also das iPhone 12 der Wurstwelt haben. Ich habe natürlich gesagt, das muss aus dem Offenstall kommen, weil das immer mein Spruch ist. Und Herr Reinhardt hat gesagt, Offenstall ist cool, aber wir müssen noch mehr machen. Ich möchte Offenstallhaltung und ich möchte auch den Medikamenteneinsatz maximal reduzieren. Insbesondere Herr Reinhardt und wir als Firma Brandt, wir sind uns also sehr schnell einig geworden, was wir wollen. Und es soll die Offenstallhaltung werden und die Tiere sollen ohne Antibiotika groß werden. In diesem letzten Jahr haben wir die ersten Ferkel eingestellt. Wir haben mit der Presse gesprochen. Wir haben Vertragsunterschriften gemacht. Wir haben hunderte und hunderte E-Mails geschrieben. Wir haben Stunden und Stunden telefoniert. Wir haben Landwirte gesucht. Wir haben auch Landwirte wieder verloren, die dann aussteigen wollten. So, und am Ende dieses langen, langen Prozesses, dieser Entwicklung, steht eine neue Generation Produkte in den deutschen Supermarktregalen. Das ist Herzenssache 2.0. So sieht das Ganze aus. Das heißt Herzenssache 2.0, weil es auch schon ein Herzenssache 1.0 gibt. Das ist das hier. Das kennt ihr also vielleicht schon. Auch Fleisch aus 100% antibiotikafreier Aufzucht. Aber noch aus Dänemark und auch nicht aus einem Offenstall. So, und für Herrn Reinhardt war also die nächste konsequente Weiterentwicklung dieses Programmes war also Norddeutschland, Offenstelle, auch antibiotikafreie Aufzucht und von Brandt Qualitätsfleisch. Das hier, würde ich sagen, ist jetzt der allerneueste Schrei. Das ist sozusagen das iPhone 12 Plus Pro Max 4K 5G, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Das ist also gerade das allerneueste vom allerneuesten. Andere Produkte sind deswegen nicht schlecht, genauso wie alte Telefone nicht dadurch schlecht werden, dass ein neues Telefon rauskommt. Mir geht es nur darum, für dieses Projekt haben sich sehr, sehr viele Leute sehr viele Gedanken gemacht. Das, was dahinter steht, kann ich wirklich von vollem Herzen unterstützen. Das ist wirklich ein geniales Projekt. Und wenn ihr also gerade auf der Suche seid nach Fleischprodukten, wo ihr wisst, die kommen aus guter Tierhaltung, da steht ein vollumfängliches Konzept dahinter, dann ist das hier für euch genau das Richtige. Wenn ihr also gerade auf der Suche seid nach einem neuen Telefon, dann würde ich euch empfehlen, kauft eins von den neueren Modellen, da habt ihr länger was von. Wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem sehr guten Wurstprodukt, wo ihr wisst, dass das ganze Konzept dahinter stimmig ist, dass die Tierhaltung passt, dass die kurzen Transportwege passen und auch das Thema Antibiotikanutzung, dann ist halt jetzt das hier für euch genau das Richtige. Ja, das wäre es von dieser Folge Wurstnerd. Ich hoffe, ihr habt jetzt einigermaßen verstanden, was dieses Telefon mit dieser Wurst zu tun hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund in diesen verrückten Zeiten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Wurstnerd.